Hallo, mein Name ist Lukas und heute geht es um das Thema Elektronen als Quantenobjekte. Um dieses Video verstehen zu können, solltest du wissen, was eine Brownsche Röhre ist und mit dem Begriff Beschleunigungsspannung umgehen können. Auch solltest du den Doppelspaltversuch mit Licht kennen. Insbesondere solltest du den Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Abstand der Maxima beim sich ergebenden Interferenzmuster schon mal gesehen haben. Wir werden heute lernen, dass man nicht nur Licht, sondern auch Materie wie Elektronen eine Wellenlänge zuordnen kann, nämlich die sogenannte de Broglie-Wellenlänge. Anschließend werden wir die de Broglie-Wellenlänge für Elektronen ausrechnen, welche eine bestimmte Beschleunigungsspannung durchlaufen haben. Dann werde ich erklären, wie man mit Hilfe des Doppelspaltversuchs die Theorie von de Broglie überprüfen kann. Du wirst in diesem Video anhand dieses Beispiels lernen, wie häufig der Prozess der Erkenntnisgewinnung in der Physik abläuft. Legen wir los. 1924 hat Louis de Broglie den allgemeinen Zusammenhang zwischen dem Impuls P eines beliebigen Teilchens und der damit... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.